Hallo, Kelly aka Mrs. Vlog hier und willkommen zu Kelly kommentiert Kommentare. Deine Lieblingsshow im ganzen Internet. Merkt ihr, wie ich versuche, das unterbewusst in eure Köpfe zu implantieren? Und es dadurch zerstöre, dass ich euch das gerade sage? Naja, darum geht's aber heute nicht. Es geht um die Frage, die ich euch letzte Woche gestellt habe. Und zwar, bei was lügen Frauen? Und das sind sie. Zumindest treffen sie auf bestimmt fast alle Frauen zu. Oder auf einige. Auf mich trifft alles zu. Sorry. Nein. Der Klassiker? Dabei wollen wir nur, dass ihr Männer oder Frauen selber auf euren Fehler kommt. Das ist nämlich eine viel lehrreichere Erfahrung für euch. Und ihr macht diesen Fehler eventuell dann nie wieder, weil ihr es euch dadurch besser merken könnt. Hat man mir gerade angemerkt, dass ich mir ins Auge gefasst habe, aber ich habe es knallhart durchgezogen, weil ich ein Professional bin. Natürlich wechsle ich meinen Tampon bei jedem Mal, wo ich Pipi machen gehe. Ich dachte tatsächlich in einem Punkt in meinem Leben, ich muss das machen, bis ich in YouTube-Kommentaren herausgefunden habe, dass man das... Ja, ich meine, muss man ja nicht. Ich meine... Ja. Unangenehm. Was ist das denn für ein Satz, Leute? Rechtschreibung! Jedes Mädchen sagt in seinem Leben mindestens 50 Mal, dass es seine Tage hat, um nicht beim Sport mitzumachen. 50 Mal?! Ist das nicht ein bisschen untertrieben? Ich habe das als Teenager sehr oft gemacht. Das hilft meistens nicht. Außer du sagst, ich habe so krasse Bauchkrämpfe, ich kann mich nicht mehr bewegen. Was vorkommt, by the way, ist halt auch eine gute Gelegenheit, um sich vom Sport zu drücken. Na Kelly, wollen wir? Aber Vanessa, ich kann nicht Sport machen. Ich habe meine Tage. Hast du auch deine Tage? Ich kann keinen Sport machen. Also nicht, dass ich damit Erfahrungen hätte. Frauenlüge. Ich muss echt endlich mal anfangen, Sport zu machen und mich gesund zu ernähren. Ich habe mir das auch jetzt wirklich fest vorgenommen, wirklich durchzuziehen. Mm. Same. Ist ja nicht schlimm. Gönnt euch mal was, Mädels. Ich befriedige mich nicht selbst. Kommt natürlich drauf an, in welchem Alter dieses weibliche Wesen ist. Ich meine, wenn ihr jetzt eine Vierjährige fragt, ist das vielleicht etwas unwahrscheinlicher. Ich halte das für ein Gerücht. Was Frauen angeht, glaube ich nicht, dass... Also nicht Frauen, Teenie-Frauen, glaube ich nicht, dass das jemand verschweigt. Also ich... Mach das natürlich nicht. Aber andere, ich bin ja auch noch ein Teenager im Kopf. Oder eine Vierjährige. Frauen im DM. Ich brauche nur eine Sache. Geht ganz schnell. Fertig? Ich glaube schon. Also ich bin fertig mit den Nerven, das kann ich nur sagen. Mädchen posten ihre Erdbeer-Joghurt-Extra-Gesund-Fotos. Was sie nicht posten, sind die 1000 Schokoriegel, die sie sich reinfressen. Also, Vlogging Day Nummer 1, wo ich euch zeige, was ich alles gegessen habe. Und zwar ist das hier. Das waren Früchte mit ein bisschen Naturjoghurt und da war auch null Fett und null Zucker und so. Dann habe ich hier so total krasse, vollkörnige Vollkornbrötchen. Hier ist so ein bisschen Käse drin und Quark und alles auch ganz healthy und gesund. Und dann habe ich hier noch, das muss ich dann rausschneiden. Boah, ich habe echt nichts zum Anziehen. Das war reduziert. Das meine Naturhaarfarbe. Ich hasse Mädchen, die lästern. Ich läster nie. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich kaufe nur schnell ein paar Wattestäbchen. Ist viel schöner. Die hat so ein schönes Muster.
Okay, ich bin fertig. Lass uns gehen. Aus dem Wachen kaufen, nein, das will ich nicht. Ist aber auch schwer. Ja, klar. Wenn man schon mal da ist, dann kann man auch gleich 10 Boden Sachen mitnehmen. Ich meine, das habe ich auch nicht gebraucht. Ich habe es gerade gesehen und dachte mir so, ich brauche das. Steine. Ich habe es aber gebraucht. Klar. Aber ich wusste es nicht mehr. Klar. Na? Oh, doch, ich mag ihn schon voll mega, aber ich würde doch nie jemanden den Freund aussparen. Würde ich wirklich nicht, als ob das absichtlich wäre, außer man hasst irgendjemanden und will ihm das Schlimmste antun. Und wenn der Freund sich dann ausspannen lässt von dieser Person, dann hast du ihr eher was Gutes getan, glaube ich. Weil wenn sich jemand ausspannen lässt, dann... Und das macht doch niemand absichtlich, also das will ja niemand absichtlich machen, theoretisch. Wo die Liebe hinfällt, wer will schon jemandem aktiv den Freund ausspannen? Rede ich mich da gerade raus? Verteidige ich gerade Leute, die man gar nicht verteidigen sollte? Ich weiß es nicht. Das ist Mensch, nicht Frau. Also nicht, dass Frauen keine Menschen sind, aber ihr versteht, was ich meine. Frauen lügen, wenn sie sagen, sie brauchen nur 2 Minuten, um sich zu schminken? Ich brauche wirklich nur 2 Minuten. Moment mal. Ist es falsch, dass ich davon ausgehe, dass Jörg ein Männername ist? Mädchen. Oh, ich hasse ihn. 2 Tage später. Ich liebe ihn. Frauen lügen beim Gewicht und machen sich leichter. Yep. Okay, weiter. Oh nee, Schatz, ich hab vergessen, die Pille zu nehmen. Sorry. Aber natürlich ist das Kind von dir, Schatz. Ne, die Schuhe, die sind nicht neu. Die habe ich schon ganz, ganz, ganz lange. Ganz lange. Nee, die High Heels sind auch voll bequem. Ich komme richtig super in den zurecht. Toll einfach. Da läuft doch nichts. Wir sind nur Freunde. Oh doch. Mädchen sagen immer, dass sie Justin Bieber hassen. Das stimmt aber gar nicht. Ist das nicht bei allen Menschen mittlerweile so? Also bei vielen? Ich versteck's einfach nicht mehr. Scheiß drauf. Ich find's cool. Tschüss. Nein, das ist noch nicht zu Ende. Oder? Moment. Wir haben nämlich noch gar nicht die Frage für nächste Woche geklärt. Also eigentlich schon. Schon im letzten Video. Jetzt will ich nämlich intensiver von euch wissen, über was lügen Männer. Ab in die Kommentare oder auf Twitter oder sonst auf irgendwelchen Plattformen. Nur achtet darauf, dass der Hashtag Kelly kommentiert Kommentare dabei ist, sodass ich den Kommentar auch finden kann. Ansonsten, wenn ihr pro Kelly kommentiert Kommentare seid, könnt ihr einen Daumen hoch geben, aber who even cares? Wir sehen uns Dienstag, Donnerstag oder Sonntag. Wir sehen uns Dienstag, Donnerstag oder Sonntag wieder. Hoffentlich. Schaltet bitte ein! Ich weiß nicht, was ich ohne euch tun soll in meinem Leben. Wenn diese Klicks irgendwann mal weg sind, ich kann mich mit gar nichts mehr identifizieren. Wollt ihr mir das wirklich antun? Okay, auf damit. Tschüss. Voll die künstliche Lache, aber ich bin echt irgendwie... Hat Spaß gemacht mit euch. Was? Als ob wir Sex gehabt hätten. Oh Gott, hör auf.